Okay, also runter. Hier runter. Route 12. Mal gucken, wo der liegt. Ein Relaxer, das Kevin heißt. Findet noch jemand die Ironie? Bisschen. Kühlt die auch von selbst? Nein, die heizt von selbst, die Tasse. Kühlen wäre ja Blödsinn. Wo denn? Hier! Das Pokémon schläft tief und fest. Möchtest du auf der Pokéflöte spielen? Ja, du spielst auf der Pokéflöte. Ein Käfer, das immer schläft und nur an Essen denkt. Wie wäre es als Merch? Das habe ich noch nicht gesehen bei jemandem, dass die Tasse seine Farbe ändert. Oho. Aber ich glaube, das kann Elbstar noch nicht. Relaxer schaut dich mit hungrigen Augen an. Oh. Ich habe vergessen, dir etwas zu sagen, als ich dir die Pokéflöte gegeben habe. Oh, sieht so aus, als käme ich genau im richtigen Augenblick. Es geht nämlich um Relaxo. Wenn ein Relaxo aufwacht, hält es das Erste, was es sieht, für Nahrung und stürzt sich darauf. Glaub mir, sowas kann übel enden. Deshalb solltest du versuchen, es so schnell wie möglich zu besänftigen. Und zwar, indem du gegen es kämpfst. Sobald du es besiegt hast, beruhigt es sich wieder und lässt sich wie gewohnt fangen. Relaxo ist brummig und greift für Schlafen an. Hunger. Shiva essen. Ich werde dem aber jetzt erstmal. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber wenn es hungrig ist. Ach, das geht gar nicht. Ich muss tatsächlich ganz normal kämpfen. Okay. Funktioniert das damit? Ich hätte eigentlich Blitz oder sowas genommen, aber das kann ja mein Evoli nicht. Oh nee, das bringt gar nichts. Lass mich nachdenken. Ich habe auch kein Pokémon, das irgendwie Elektro gerade kann, gell? Dann probieren wir es mal mit Unlicht. Okay. Dann probiere ich es halt doch mit Feuer. Ich glaube zwar, dass Feuer gegen Wasser gar nicht so geil ist. Relaxo schläft, okay. Aber ist das nicht ein Wasser-Pokémon? Schüttel mal deinen Controller. Warum? Jetzt ist Lilly eingeschlafen. Ist sie jetzt eingeschlafen, weil ich den Controller geschüttelt habe? Ach, ich dachte, Relaxo wäre Wasser. Oh. Wenn ich euch nicht hätte, Leute. Ich dachte es wirklich. Ihr kennt euch alle so gut aus. Das ist so krass. Nein, im ersten Kampf wäre ich noch nicht gescheitert. Ich würde es auch schaffen, aber ich würde es halt, ich würde wahrscheinlich länger brauchen bei manchen Dingen. Oh, wer hatte normale Attacken? Neptun? Neptun hat normale Attacken. Ja. Pokémon war die Kindheit, da bleibt einiges hängen. Bei mir anscheinend nicht. Bei mir war auch Pokémon die Kindheit.
Tatsächlich. Aber ich habe auch nie... Ich habe immer die gleiche Attacke und das gleiche Pokémon genommen. Immer. Und das habe ich einfach so hoch gelevelt, dass es völlig egal war, mit was ich angegriffen habe, weil es immer effektiv war. Kampfattacke, nicht normal. Ah! Tut mir leid. Es ist normal und hat... Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Dann, welches Pokémon hat denn Kampf? Ich habe keine Ahnung. Lilly? Tackle, Rutenschlag und Ruckzuckhieb ist alles normal, oder? Neptun, Doppelkick. Achso, ich hatte schon recht mit Neptun. Ja, Doppelkick habe ich doch auch gerade genommen. Dann habe ich es doch richtig gemacht. Warum macht ihr dann alle den Smiley? Ich hab's doch richtig gemacht. Es zieht halt nur nicht wirklich was ab. Mach mal X-Angriff auf Neptun. Okay. Hebt den Angriffswert eines Pokémon im Kampf an. Stark an. Die Wirkung wird mit dem Austausch des Pokémon beendet. Kann ich mir ja wieder kaufen. Ich weiß schon, Ducky. Ich weiß schon. Aber was soll ich sagen? Ui, schön. Sehr schön. Jetzt pennt er und schläft sich wieder aus, oder? Nee, passt. Es gähnt und stapft in die Berge zurück. Ach, wie schade. Du wirst immer mal wieder Pokémon wie Relexo begegnen, die dich unvermittelt angreifen. Stell dich ihnen zum Kampf und besiege sie. Erst dann kannst du sie fangen. Verstanden? Erst besiegen, dann fangen. Also, ich mach mich mal wieder auf den Weg. Zeit abgelaufen. Ach so, da war noch eine Zeit. Oh Gott. Ja, Kevin, tut mir leid, dann wirst du wohl kein Relaxo. Mist, Essen angebrannt. Oh, Plötze. Warst du so abgelenkt hier? Hast ja noch eine Chance. Ich bin... wer bin ich eigentlich? Verflixt und so genäht, ich kann mich einfach nicht mehr erinnern. Natürlich. Weißt du etwa, wer ich bin? Ne Nüchen. Der Attackenverlerner. Mr. Zauber. Keine Ahnung. Mr. Zauber! Was sagst du? Mr. Zauber? Das klingt die Musik in meinen Ohren. Du hast recht, das muss mein Name sein. Ich bin mir ganz sicher. Ich bin Mr. Zauber. Vielen Dank, dass du mein Gedächtnis auf die Sprünge geholfen hast. Hier, nimm das... Ehrlich gesagt, hier war ich. Oh, ich habe einen Zauberschein bekommen. Du verstarrst das Item. Bei dem Fahrradweg gibt es noch ein Relaxo. Okay. Ja. Ups. Ich wusste auch nicht, dass da eine Zeit abläuft. Wenn man mehrere Pokémon derselben Art in Folge fängt, erhöht sich die Chance darauf, einem starken Exemplar zu begegnen. Ich suche einen Mondstein. Hast du zufällig einen dabei? Nö. Shiva schuld, ja. Zauberschein ist eine Feenattacke. Und wem soll ich die geben? Ich will ja eigentlich meinem Evoli nichts gerade vergessen lassen. Ich finde die Sachen eigentlich alle ganz cool, die der kann. Ja, böse Shiva, schäm dich. Ja, es tut mir leid. Nebulak oder Volnuna.
Okay. Lilly hat ein Level up, schön. Camper Laurenz. Ja, nee, passt schon. Oh, Plätze, ich weiß gerade gar nicht mehr. Happy Tag oder so, ja. Ich glaube auch. Schön. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich bin. Ich weiß nicht, ob ich hier zu einem wundervollen Gengar werden kann bei so einer Trainerin. Das weiß ich auch nicht. Aber ich bin anscheinend die Beste. Ich habe ja sogar den Obermacker von Team Rocket besiegt. Bald werde ich einen Pferdekopf, einen Pikachu-Kopf in meinem Bett finden. Du verstaust das Item in der Medizintasche. Oh, warte, guck mal, da ist noch ein Strauch. Ja, bitte. Ein wundervolles Ganja. Ey, ich habe das Spiel schon als Kind durchgespielt. Also, das wäre peinlich. Mein Spezialgebiet ist Elektrizität, daher kenne ich mich mit Pokémon aus dem Meer nicht aus. Okay. Badam, 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 badam. Elektromusiker Xaver. Dann probieren wir es doch mal mit Wasser. Aua. Ich hab nichts mit Boden gerade. Ja, so habe ich es auch früher gespielt. Ich habe so hoch gelevelt, dass es völlig egal war, mit was ich angegriffen habe. Ich habe als Kind tatsächlich gedacht, das spielt man so. Nicht hauen! Ja, ich mache das jetzt einfach schnell hier. So. Ich meine, es funktioniert ja trotzdem. Es muss ja kein One-Hit sein. Das ist aber nicht der Sinn von Pokémon-Shiba. Ah. Man nennt diese Methode auch die Holzhammer-Methode mit Level 100 einfach die Liga zerpflügen. Aber es wäre ein möglicher One-Hit und weniger Schaden, wenn du die Typen auf die Reihe kriegst, ja. Mitleveln wäre für mich auch okay. Immerhin sind die Spiele, die ich mit am meisten spiele, JRPGs. Also ich bin's gewöhnt. Wenn man auf einer Brücke trainiert, auf der einem die frische Meeresbrise um die Nase weht, steigert das die Wirkung des Trainings ungemein. Bist du bereit, gecoacht zu werden? Ja, ich will kämpfen. Dann auf in den Pokémon-Kampf! Multitasking ist nicht so. Ja, ihr kennt mich. Okay, ein Smetbo. Das zünde ich an. Wow, Shiva kämpft taktisch. Oh. Juhu. Nee, ich konnte noch nie Multitasking. Das ist, glaube ich, auch nur so ein Schubladendenken, dass es nur Frauen können.
Pixie. Ich habe keine Ahnung, was gut gegen Pixie ist. Wasser? Nein. Wie kein Multitasking. Wie keine Kapern. Pixie ist eine Fee. Ah. Okay, dann wechsle ich mal auf Masuna. Neptun pennt immer noch. Soll ich dich mit der Trainerin bekannt machen? Seraph. Taktik sind doch diese Minzbonbons, oder? Ja, aber sie helfen bei Shiva nicht so viel. Hey! Die sind lecker! Nochmal? Ich dachte, Gift wäre gut. Ich bin ganz hin und weg. Manchmal sterbe ich innerlich, Daki. Manchmal sterbe ich. Es tut mir leid. Was für ein Kampf. Was für eine Atmosphäre. Hier ein kleines Dankeschön. Und du verstaust das Item in der TM-Box. Mit TM-49 kannst du dein Pokémon die Attacke Traumfresser. Sie funktioniert nur bei schlafenden Gegnern, aber ihre Wirkung ist sensationell. Okay, ist es gut? Hier geht's weiter und unten geht's weiter. Und ich muss noch was beibringen, ne? Okay, warte. Beutel. Das ist hier eine 30-Party, Kevin. Na, ich glaube, so zwischen 20 und 40 Party haben wir hier immer. Also, warte mal, das war die TM-Box, gell? Neptun wurde zugelassen, weil er nett ist. Also, pass auf. Wir hatten... Ich habe so viel schon. Zauberschein war es, gell? Und Zauberschein kann gar nicht so viele lernen, sehe ich gerade. Wir sind alt, fuck yeah. Ich bin 17. Okay, gut, dann halt zwischen 17 und 40. reicht ja auch einer. Ja, soll ich das Darky beibringen? Reicht das? Passt das? Der Anwender feuert einen mächtigen Lichtblitz ab, der dem Ziel Schaden zufügt. Fee. Okay. Plätze ist 5, daher zwischen 5 und 60. Eine TM wurde aktiviert. Okay. Jetzt muss aber Darky auch irgendwas verlernen, gell? Ich kann es mir gar nicht mehr anschauen, was das ist, oder? Kacke. Sollen wir eine Unlichtattacke wegmachen dafür? Finsteraura? Was macht denn Finsteraura? Kevin ist für den Altersdurchschnitt hier, damit wir die Aufmerksamkeit der Diakonie nicht erregen. Seit wann kann ein Geist eine Feenattacke? Ist doch super. Tiefschlag ist Prio, wenn der Gegner angreift, daher sehr wichtig. Okay. Dann machen wir Finsteraura weg. Anwender greift mit fürchterlicher Aura schlechter Gedanken an. Ziel schreckt eventuell zurück. Stärke 80. Ist eigentlich eine gute Attacke, aber die andere ist wahrscheinlich besser, ne? Also machen wir es so. 1, 2 und schwupp. Darky Chibi hat Finsteraura vergessen und Zauberschein erlernt. Gut,
Noch irgendwas? Fensteraura gibt es eh später als TM. Ja, dann. Na dann. Ob ich wohl wieder in die Küche kann? Hast du so schlimm anbrennen lassen alles? Okay, warte, wir können hier noch reingucken. Da ist anscheinend nämlich nur so ein kleiner Punkt zu Pokémon fangen. Ui. Der ist neu. Dann wird das jetzt Kevin. Falls Kevin noch da ist. Ein wildes Porenta erscheint. Das muss ich aber erstmal füttern. Das ist nämlich ganz rot. Wenn es Hypnose gekonnt hätte, hätte ich gesagt, es Traumfresse, aber Nebo kann ja keine Hypnose. Es ist so furchtbar mit diesen blöden... Das gibt's doch nicht. Boah, das war aber knapp. Hat gut geraucht, mal schauen. Wieso muss ich an Sims 4 denken? Allgemein an Sims, oder? Oh Mann! Jetzt muss ich ihm noch eine geben. Das gibt's doch nicht. Nein! Jetzt! Wieso hat Plötze überhaupt Neko in der Küche? Was? Hat Plötze Neko gekocht? Neko hat schon lange nichts gesagt. Ja, Neko ist ja auch in die Arbeit gegangen. Okay. Ich weiß nicht, was ihr tut. Kevin ist noch da. Okay, Kevin. Dann wirst du jetzt ein Porenta. Finde ich auch gut. Sie leben in Gebieten, in denen stangenförmige Gewächse gedeihen. Da diese seltener werden, scheint es auch weniger Porenta zu geben. Oh, es ist auch noch ein seltenes Pokémon. Also, dann Team. Ich glaube, Lilly ist nicht mehr da. Ich habe schon lange nichts mehr von Lilly gelesen. Das bedeutet, Lilly kommt raus und dafür kommt Kevin rein. Eine Po-Ente. Ja. Wie schreibt man dich? Da. Habe ich da jetzt eine Leerzeile reingemacht? Warte mal. Ja. Hey, nicht so viel schreiben. Sehe ich es nicht mehr. Kevin. Und dann das N einfach nur. Okay, alles klar. Jetzt dürft ihr wieder schreiben. Kevin. So. Kevin kommt ins Team. Kevin ist eher so ein Dito oder ein Carpathos. Was ist dir denn angebrannt, Plötze? Dass du echt überlegst, ob du das noch essen kannst. So, Lilly ist nicht mehr da. Passt. So, welches Pokémon nehmen wir noch raus? Wer soll heute hinter uns herlaufen? Oh, ich würde gerne mal wissen, wie das aussieht. Okay. Gut, perfekt. Weiter geht's. Ach, wie süß. Guck mal. Oh, jetzt bin ich ins Pokémon gelaufen.